Und zwar. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher. Nee, ich dachte, es steht vielleicht irgendwo, dass man die hier verkaufen kann oder sowas. Vielleicht finde ich irgendwann mal einen Verkäufer. Ich dachte, es steht ja vielleicht da. Schade. Totengräber, ich habe gute Nachricht für dich. Was braucht ihr? Ich möchte in den Friedhof. Das verbieten die städtischen Behörden. Aha. Was würdet ihr dazu sagen, wenn Thaler euch die Schulden erlässt? Ist das denn möglich? Mhm. Ich habe ihm eure Schulden abgekauft. Aber ihr müsst mir helfen. Hier, die Schlüssel. Seht euch drinnen um, wo wir die Frischen zur Ruhe betten. Aber wenn die euch töten, dann spukt nicht bei mir rum. Okay. Lebt wohl. So, einmal speichern. Asche zu Asche. Die Dankbarkeit des Totengräbers. Ich sollte mich in der Gruft auf dem Friedhof umsehen. Ich kann den Friedhof jetzt betreten. Geil. Das freut mich sehr. Ah, vielleicht finden wir ein bisschen was. Friedhof von Wysima. Ich sehe ein Fass. Was in deiner Wand steht. Das ich eigentlich nicht sehen sollte, vermute ich mal. Schöllkraut, Schöllkraut, Krähenkraut. Aha. Wieso müssen Friedhöfe eigentlich immer so runtergekommen ausschauen? Weißt du, da ist so eine, mitten ist eine riesige Ruine in der Mitte. Warum? Warum kann man einen... Weißt du, ich habe noch keinen Friedhof gesehen, der komplett runtergekommen ist. Also wo dann richtige Ruinen oder so drin waren. Sondern es war halt alles immer... Ja, es hatte halt Hand und Fuß. Ein ertrunkener Toter. Komm her! Ich mach dich kalt, du Null! Das war zu schnell. Ich habe mich damit gerechnet, ich dachte, da... ich dachte, ich kann hier gleich nochmal angreifen. Aber es hat sich ja, glaube ich, die Angriffsreihenfolge geändert, weil ich diesen Skill gekauft habe. Händlerviertel-Tor. Mhm. Ach, jetzt kann ich da dann durchlaufen, dann verstehe. Jetzt komme ich dann vom Friedhof zum Händlerviertel. Also relativ fix durch einfach. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Das freut mich sehr, die ganzen Kräuter mitnehmen. Auch wenn ich die wahrscheinlich gar nicht brauche. Schöllkraut. Warum muss ich jetzt gerade an den blauen Enzian von Dingens denken? Oh, wie hieß der? Heino, genau. Warum muss ich jetzt an den blauen Enzian denken? Kann mir das mal einer erklären? Jetzt habe ich gerade einen Ohrwurm drin. Mit dem blauen Enzian. Das ist unfassbar. Mein Hirn ist einfach eine unbekanntes Kraut. Das sieht eher aus wie eine fleischfressende Pflanze. Grufteingang. Nieswurz. Geil. So. Rettung. Hä? Ist schon wieder so ein Ding hier, ne? Ich frage mich, was dieses Rettungsding macht. Das gibt's, das gab es ja bald neben der Kanalisation auch. Schurkenleichnam, okay. So, Alkohol. So, hast gegen mich keine Chance, du hässlicher Alghul. Spüre meinen Zorn. Den Zorn des unfassbar starken Hexers. Mir fällt nichts Blödes ein. Ein Leichnam, der sehr zerfetzt aussieht, möchte ich betonen. Was ist das hier denn? Weiße Rosen und Makahamamed. Mhm. Ja, warum auch nicht? So, Krähenauge looten wir auch mal eben. Da war noch irgendwo Krähenauge, oder? Na, vielleicht auch nicht. So. Ach. Kröten. Schön. Ha, die Gruft, die hat alles. Eine Hexe würde sich hier wohlfühlen. Schöne Sachen aus Kröten machen. Geil.
Grofteingang. Okay, brauche ich Katze hier oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Katzentrank hier jetzt brauche. Mensch. Naja. Na, komm her. So, Katze. So, Rechtsklick, trinken. So, dann sehen wir ein bisschen mehr. Geil. Können wir wieder einen herstellen dann, ist ja kein Problem. Aber dann ist das mit dem Gucken ein bisschen... ein wenig einfacher, sagen wir es mal so. Ein Fass. Neue Region wird betreten, Gruft. Ja, ist ja toll. Komm her. Solange wir die Ghoul hier alle so... relativ fix platt kriegen, habe ich gar kein Problem damit. Ja, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. So, komm her. Das ist, glaube ich, ein Aalghul da hinten wieder, ne? Relativ fix kaputt, würde ich sagen. Da haben wir gar kein Problem eigentlich. Ich habe bloß den Eintrag, den untoten Eintrag über Graviere nicht, oder? Gravierknochen. Euer Inventar ist voll. Nein! Weinstein. Flügelmembran. Nezernesalz. Weg damit. Dafür nehmen wir dann den Schädel hier mit. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas craften kann. Raymonds Leichnam. Verdächtiger Vincent Mays. So. Oh, na toll. Ding ist tot, der Raymond. Das ist ja bescheuert. Der Raymond ist tot. Was vermutlich heißt, dass der Kalkstein unschuldig war. Das heißt vermutlich, der Kalkstein ist unschuldig und ist jetzt zu Unrecht sauer auf mich. Na, was heißt zu Unrecht? Ich habe mich beschuldigt. Aber der Raymond ist tot. Krass. Zum Glück bin ich nicht mit ihm, mitgelaufen. Und habe praktisch dann den Boxfleisch hier da, hier mit, kalt gemacht und so. Korridor. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding hier wird genutzt, um Leichen zu entsorgen. Gott, ich bin jetzt erschrocken. Blöder Ghoul. Ich wusste doch, es war gespawnt. So, komm her. Ich habe gehört, dass was gespawnt ist, aber hab's nicht gesehen. Blöd. Drum darf man also auf den Friedhof gehen, um da die Leiche vom Dingens zu finden. Na gut, das würde auch erklären, weil du kommst ja vorher, kommst ja glaube ich nicht weiter mit Shani und alles, ne? Das würde dann erst auch getriggert letztlich. Damit du vermutlich nicht zu früh hier landest und den Raymond dann einfach findest. Beziehungsweise halt gar keine Leiche findest. Hier nix. Ich frage mich aber, wie die hingekommen sind, nachdem ja die Wand zugemauert war. Das ist ein viel größeres Rätsel gerade. Oder haben sie die einfach dann schnell hochgezogen?
Ein Skelett. Achso, hier. Ich dachte, das ist der Totenkopf da oben. Da war das Skelett hier, weil da kein... Ich habe die Hand da gerade nicht gesehen. Hepi, du wirst alt. Nein, nicht das Schwert, das andere Schwert. Ist übrigens toll, wenn du eingekesselt bist und dich nicht bewegen kannst, weil er dich einfach hier wegdrängt. Das finde ich nicht gut. So. Aber was soll's. Wir haben ihn trotzdem besiegt. Holztruhe. Wie komme ich da hin? Da ist eine Truhe, die hätte ich gerne noch. Wahrscheinlich von der anderen Seite hinlatschen, oder? Ja, bleibt ja bloß die andere Seite noch. Beziehungsweise der andere Durchgang. Hier haben wir jetzt alles. Ach man, schade. Das ärgert mich, dass der Raymond jetzt tot ist. Ich habe den Raymond gemocht. Da haben die Salamander ihn auch ermordet. Schön. Beziehungsweise der Mace hat ihn ermordet. Das hat sich als der hat sich heraus. Hat sich der Mace hier geupdatet jetzt. Bin mal gespannt, was das jetzt für Auswirkungen hat. Bin ich sehr gespannt. So, zack. Alte Truhe, schön. Na geil, erstmal plündern. Finde ich sensationell gut. Ich brauche nämlich unbedingt wieder Geld. Ich habe nämlich fast keins mehr. Aus unerklärlichen Gründen habe ich fast kein Geld mehr. Ein Sarkophag, schön. Ich hoffe, da ist wenigstens was Wertvolles drin. Was ist das denn hier? Meuchlerdolch. Aha. Diese Waffe kann nicht in Kombination mit Kampfsinn des Hexers. Ja, das ist ja klar, aber will ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Hallo. Okay. Da können wir unsere Waffe, glaube ich, verbessern lassen. Ne? Wir haben so Steinchen nämlich. So, ich speichere mal eben. So, Sarkophag, alte Truhe, das haben wir alles. Da kommt schon noch Ghule hier. Wusste ich doch. Komm her. Ich frage mich ja, wie die aus dem Boden hier rauskommen, weißt du? Und die schaffen es halt nicht mal. Oder die schaffen es halt sogar, dass kein Loch oder sonstiges sich da auftut, sondern die kriechen da einfach hervor. Was ist das hier denn? Diamantstaub. Schön. Ja, dann hätten wir das. So, ich speichere mal eben. Und dann gucken wir uns mal an. Verdächtiger Vincent Mace. Die Beweise deuten darauf hin, dass Vincent unschuldig ist. Ich sollte mit ihm drüber reden, unter der Oberfläche. Ich darf Asa nicht direkt konfrontieren, sondern muss bei einigen der fälschlich Beschuldigten Unterstützung suchen. Ich verfüge über unanfechtbare Beweise, dass Asa Javed sich selbst als Raymond verkleidet hat. Das ist in der Tat gefährliches Wissen. Ich muss realistisch sein, wenn ich Asa zu seinen Bedingungen gegenübertrete. Wird es mein sicherer Tod sein. So, sondern muss bei einigen der fälschlich Beschuldigten Unterstützung suchen. Ja, dann gehen wir mal zum Kalkstein. Ist nämlich der einzige, den wir fälschlich beschuldigt haben. Der Kalkstein ist der einzige, der... wo ich gesagt habe, hi, du bist schuld. Was etwas doof ist. Gruftausgang. Ich frag mich ja... Die müssen das hier wirklich hier zugemauert haben dann. Darum war das wahrscheinlich auch so lose. Das haben sie auf die Schnelle einfach nur zugemauert. Weil der Raymond ja dahinter versteckt war. Naja. So. Das haben wir. Friedhof haben wir auch geplündert. Dann können wir jetzt mal gucken. Weil der Totengräber will ja seine Schlüssel wieder haben. Mit dem können wir mal quatschen. So viel Spannendes ist hier nicht. Aus diesen komischen Pflanzen, aber keine Ahnung, ob wir die überhaupt brauchen. Ich lasse mich mal überraschen. So, ich werde übrigens nicht allzu lange machen heute.
sondern ich werde vielleicht maximal ein, zwei Folgen aufnehmen heute. Das nur so ganz kurz als Ergänzung. So. Hier ist euer Schlüssel. Habt ihr etwas erfahren? Ich habe Raimunds Leichnam in der Gruft gefunden. Wie ist das möglich? Ich habe doch erst kürzlich mit ihm gesprochen. Jetzt bin ich mir sicher. Der Anführer der Salamander, ein Magier, der die Kunst der Illusion beherrscht, gibt sich als Raimund aus. Was? Lebt wohl. Komme ich jetzt eigentlich noch drauf? Ah, ich komme noch drauf. Okay. So. Mann. Der arme Raymond. Es ist unfassbar. Es ist sehr, sehr traurig. Das muss man einfach sagen. So. Wie viel haben wir denn? Mittag, das heißt, der Dingens müsste auch da sein. Der Vincent, der sollte hinten stehen und sollte Wache schieben. Was gar nicht mal so schlecht ist. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich bin sehr gespannt. Das ist kein Schnäppchen. Duda. Das ist Plunder. Haus des Detektivs. Ja, das meiden wir jetzt mal ganz kurz. Dann muss ich mal gucken. Wir können jetzt hier lang. Zack. Ich musste Echinopsen auch noch töten. Wobei ich dafür echt etwas zu schwachbrünstig auf der Brust bin, finde ich. Ist der Vincent nicht da? Ach doch. Ich dachte schon, der ist nicht da. Mann. Was gibt's, Hexer? So. So, ich weiß von... Bis dann. Okay, jetzt ich speichere mal eben. Jetzt bin ich gespannt. Was gibt's? Ich weiß von eurer Verbindung zu den Salamandra. Ach ja? Ich fasse mal zusammen. Nur weiter. Meine Begegnung mit den Salamandra war das Werk des Professors. Ihr wurdet gezwungen, ihn freizulassen. Gesetz ist nun mal Gesetz. Um eure Ermittlungen nicht zu gefährden, haltet ihr das geheim. Und was ihr nachts tut, geht mich nichts an. Endlich kommt ihr zur Vernunft. Ich respektiere eure Gründe. Ich wünschte, das hättet ihr früher gesagt. Naja. Hier ist ein Ring der Stadtwache. Wenn ihr ihn tragt, behelligt euch die Wache nicht. Danke. Wisst ihr noch etwas über die Salamandra? Die Salamandra wollen den Handel mit Fistech übernehmen. Javid hat gemerkt, dass da viel zu holen ist. Er ist selbst ein Süchtiger. Was gibt's, Hexer? So. Es ist Raimund. Was ist Raimund? Der Boss der Salamandra. Glaubt mir, Hexer. Raimund hat verdammt gute Gründe, die Salamandra zu hassen. Außerdem werden sie von Javid angeführt. Die Salamandra haben den echten Raimund getötet. Javed hat Raimunds guten Namen benutzt, um seine Ziele zu verfolgen, während er sich hinter einer magischen Illusion versteckt. Wie seid ihr dahinter gekommen? Durch Logik. Das zuverlässigste Werkzeug eines Detektivs. Raimund also. Gerald, ich muss zugeben, gute Arbeit. Bald ist Vollmond. Ich habe Papierkram zu erledigen. Wird ein Weilchen dauern. Was hat der Vollmond damit zu tun? Absolut gar nichts, vergesst es. Und habt Geduld, Hexer. Wir kriegen den Mistkerl noch früh genug zu fassen. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn etwas gut gemacht werden soll, macht es selbst. Was wollt ihr damit sagen? Absolut gar nichts. Vergesst es. Ah, das hätte ich fast vergessen. Wenn es stimmt, und das tut es wohl, dann muss ich zugeben, das war gute Arbeit. Danke. Bis dann. Vollmond. Der Vincent ist ein Lykaner. Der Mace ist ein Lykaner. Was gibt's, Hexer? Ich weiß... Meine Neugier bringt mich um.
Wir reden später weiter. Okay. Der Raymond. Siegelring der Stadtwache. Toll, jetzt komme ich übrigens dann überall hin. Ich bin begeistert. Was wollte ich jetzt hier? Jetzt hätte ich fast wieder rausgeklickt aus dem Screen. Ich bin begeistert. Unter der Oberfläche. Ich muss mit dem Detektiv vorsichtig umgehen. Okay, gesucht. Faustkampf, ja. Würfelspiel, Echinops-Vertrag, verlorenes Lamm, Berengas Geheimnis. Okay. Was haben wir hier? Ja, viel haben wir nicht mehr an Nebenquests jetzt gerade. Finde ich sehr, sehr gut. Ich vergeude meine Zeit. Jetzt ist die Frage. So, ich speichere mal. Redet jetzt der gute Kalkstein mit mir? Beziehungsweise kann ich den Kalkstein um Hilfe bitten? Das wäre sehr schön. Sollte ich mich sputen? Ich muss immer an Star Trek denken, an die Klingone, wenn ich diese Fanfare höre, weiß auch nicht warum. Kalkstein, mein Freund, komm zu mir. Ich möchte mit dir reden, mein Krump, mein guter Kumpel. Verschwindet und kommt niemals wieder! So. Ich glaube, Raimund ist der Anführer der Salamandra. Seid ihr sicher? Ja. Ich habe eindeutige Beweise. Azar tötete Raimund und eignete sich mit Hilfe einer Illusion dessen Identität an. Der Schurke! Was habt ihr jetzt vor? Es ist besser für euch, wenn ihr das nicht wisst. Seid vorsichtig. Er hat große Macht. Ihr müsst ihn von der Quelle trennen, dem Element Feuer. Lockt ihn an einen Ort, wo die magische Aura instabil ist. Idealerweise umgeben von Wasser, dem komplementären Element. Der Turm im Sumpf. Ideal. Dort hättet ihr eine Chance. Aha. Okay. Ja, er handelt wieder mit mir. Juhu. Unter der Oberfläche. Wir beschlossen. Okay. Stufe aufgestiegen. Hervorragend. So, Waldkraut. So, ich kann wieder handeln mit ihm. Juhu. Toll. Ich krieg hier ein Gold dafür. Er ist ja putzig. Für den Wolfspelz krieg ich 2 Gold bei dem. Unbekannter Trank. Aha. Ja. Ich weiß nicht, ob das halt ein guter Preis ist. Keine Ahnung. Ach komm. Scheiß drauf, brauch Geld. Mach so. Ja. Zack. Ciao. Was haben wir hier? Flattererfangzähne, die behalten wir mal. Ja, die geben wir natürlich Geld, ist klar. Mhm. Gravierknochen, die geben fast nichts. Ich glaube, nachdem der Kalk schon jetzt wieder wohlgesinnt ist, ich hole mal eben die anderen Sachen. Ich verkaufe es mir, diese komischen Köpfe. Weil ich brauche Geld, ich will die Sachen haben. Ich will diese Bücher jetzt alle nehmen, dass ich zumindest das grundlegendste Wissen habe, bevor es in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Die Frage ist, ich kann den Azaya bestimmt noch nicht töten hier. Ihr werdet alt, Großmütterchen. Weil ich glaube, das Spiel wäre dann ja vorbei. Und das glaube ich nicht. So. Zeit zu bieten. Ja. Ich bereite mich vor. Ich arbeite zu viel. Immer so eine Frage. Kann es sein, dass dass Geralt gerade langsamer läuft? Oder täuscht mich das einfach nur? Ich habe das Gefühl, der läuft langsamer als sonst. Lief der nicht sonst mehr? Lief der nicht sonst schneller? Verdammte Wachen. Das Schmieren geht ins Geld. Ich bin mir nicht sicher. Gasthaus zum Argebären. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ja, aber ist ja keiner mehr da zum Kämpfen. Bin ich heute wütend.
Hulk oder was? Weil er immer wütend ist. So, ja, Boxkampf. So. Was haben wir hier? Svarog, Runenstein, zack, das tun wir alles weg. Zack, 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 zack. Das haben wir gelesen hier, ne? Keine Ahnung, ob ich das gelesen habe. Gucke ich gleich mal Diamantstaub. Zack, weg. Fangs eines Vampirs. Es gibt Kaufleute, die so etwas mit Freuden aufkaufen. Aha. So. Hier. Zack, kann ich irgendwie. Machen wir es halt einzeln. Ist hier okay. Na komm. So, haben wir hier noch einen Schädel. Da ist noch ein Schädel. Zack. Schädel. Zack. So. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich theoretisch verkaufen könnte? Ich glaube fast nicht. So, was ist das? Habe ich das gelesen? So, Petris Wundertrankformel. Petris Wundertrank verstärkt die Intensität aller Zeichen. So, geil. Haben wir das auch gelernt? Schmeißen wir es gleich da hinten hin. So, einmal sortieren. So, das Fistichzeug schmeiße ich auch mal weg hier. Brauche ich nicht. So, geil. Haben wir das? Dann schnell zum Kalkstein, die komischen Köpfe verkaufen. Ich hätte das echt in der alten Dingens verkaufen sollen. Naja. Man lernt halt auch, das muss man dazu sagen, ich glaube, wenn du Witcher das erste Mal durchspielst, dann hast du auch einen ganz anderen Ansatzpunkt einfach, weil du dich ja erstmal zurechtfinden musst in der Welt, wie in jedem Rollenspiel, und dann kommt der Rest, der kommt dann immer so, ja, so peu à peu einfach dann obendrauf. Beziehungsweise beim zweiten Mal spielen würde ich ein paar Sachen vielleicht auch anders machen. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ein paar Sachen würde ich bestimmt anders machen, damit das ja ein bisschen anders ausgeht, stellenweise, beziehungsweise vielleicht auch das eine oder andere mal noch anders entscheiden. So, das war sehr laut gerade. Ich hoffe, man hat mich gehört. Kalkstein, Kumpel, du bist mir ja wieder wohlgesonnen. Oh, tut mir leid. Ja, so. Kauf dir die. 5 jeweils. Oh, geil. Transaktion erfolgreich. Das finde ich super, dass diese Transaktion erfolgreich ist. Da bin ich ein Riesenfan von. Da gibt es ja ordentlich Cash obendrauf. Ich bin begeistert. So, zack. So, 893 Gold. Ich bin schwer begeistert. Wir können es auch wieder kaufen für 5 Gold. Finde ich super. Was ist das? Haben wir bereits gelesen. Grundlagen der Alchemie. Was ist das hier? Haben wir auch bereits gelegen, ja. Auszug aus den aus Kermoin gestohlenen Hexergeheimnissen. Buch des Waldkauzes. Ich frage mich, wie er daran kommt, aber ich frage mal nicht weiter. So, was muss ich jetzt tun? Quests. So, Asaja wird. Ich habe die Ermittlungen mit Anführer des Salamandra begonnen. Ich arbeite mit einem Detektiv namens Raymond zusammen. Vielleicht kann ich mit seiner Hilfe herausfinden. Ja, mysteriöser Turm. Da brauche ich noch 2 Stück. Der Detektiv braucht etwas Zeit, um die Beweise zu analysieren. Okay, das haben wir. Berengas Geheimnis. Der ist tot. Verlorenes Lamm müssen wir machen. Ichinops Vertrag können wir auf jeden Fall jetzt machen. Den habe ich doch, oder? Ichinops. Hier. Ichinops. Ichinops erwachsen an Orten, wo Verbrechen verübt wurden oder auf den Gräbern der Opfer von Verbrechen. Ichinopse sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen. Angst, Lähmen, Axi-Zeichen. Sie verspüren keinen Schmerz und können weder vergiftet, geblendet oder niedergeschlagen werden, noch können sie verbluten. Echinopse sind empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherungsversuche. Echinopse wurzeln im Boden, schießen aber mit vergifteten Dornen. Echinops Wurzelstock und Sporen. Echinopse, die monströsen Pflanzen, wachsen an Orten, wo grausame Verbrechen verübt wurden. Die Bestien versuchen, sich an Verbrechern zu rächen, verschonen jedoch auch Unschuldige nicht, die ein unglückliches Schicksal in ihre Nähe verschlägt. Schön. Achespor.
Achesporen wachsen an Schauplätzen besonders grausamer Verbrechen oder auf den Gräbern der Opfer solcher Missetaten. Archesporen sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen. Angst, Lähmen, Achsezeichen. Sie verspüren keinen Schmerz. Man kann sie weder vergiften, blenden, niederschlagen noch verbluten lassen. Archesporen sind empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherungsversuche. Archesporen schießen vergiftete Dornen ab. Archesporensäfte und Sporen. Manche Verbrechen sind so schrecklich, dass sie die Leute mit Grauen erfüllen und die Götter beleidigen. Die Ruchlosigkeit eines Verbrechers und die Grausamkeit seiner Tat erzeugen einen Fluch, der die Archespore zum Leben erweckt. Die Bestie greift hasserfüllt unschuldige Geschöpfe an und versucht blindwütig Rache zu üben. Schön, ertrunkene Tote. Die ertrunkenen Toten sind Kreaturen der Nacht. Sie kommen an Ufern von Teichen, Seen und Flüssen vor. Immun gegen Bluten, Blenden und Vergiftungsversuche. Sie sind furchtlos, immun gegen Lähmungsversuche und das Zeichen Axi. Empfindlich gegen Silber und anfänglich gegen Niederschlagsversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten gegen die ertrunkenen Toten. Erfahrene Hexer wenden im Kampf gegen mehrere ertrunkene Tote den Gruppenkampfstil an. Diese Kreaturen vergiften ihre Opfer mit Leichengift, greifen oft in Gruppen an. Leichengift, Gist, Sandsäure, Zunge ertrunkener Tote. Zunge ertrunkener Tote. Besonders starke und gefährliche Ertrunkene sind als ertrunkene Tote bekannt. Einfache Leute erkennen keinen Unterschied zwischen Ertrunkenen und ertrunkenen Toten. Eine Begegnung mit beiden verläuft gleichermaßen tödlich. Wir dürfen jedoch davon ausgehen, dass die düstersten Legenden über ertrunkene Bösewichte eher von den ertrunkenen Toten als von den Ertrunkenen handeln. Das ist doch schön. Striege. Eine Striege ist eine Frau, die ein Fluch in ein Monster verwandelt hat. Hass auf alle Lebewesen erfüllt sie und sie verschlingt sie mit Freude. Eine Striege kann Nekrophagen dulden. Tagsüber braucht sie ein Versteck und oft fällt ihre Wahl auf einen Sarg in einem abgelegenen Winkel einer Gruft. Resistent gegen Stahl. Empfindlich gegen Silber, eine Striege kann man von ihrem Fluch befreien, wenn man eine Nacht in der Nähe ihres Sarges lebend übersteht. Striegen sind sehr starke und wendige Kreaturen, aber nicht so zäh, wie es scheinen mag. Eine Striege greift überraschend an und versucht, ihren Gegner in Stücke zu reißen, ohne ihm eine Chance zur Gegenwehr zu lassen. In der Nähe ihres Sarges ist eine Striege stets stärker. Striegenherz. Woher kommt sie? Zauber, Magie. Ich habe keine Ahnung, Siri. Die Weißen erforschen dieses Phänomen. Uns, Hexe, genügt das Wissen, dass Willenskraft sie erschaffen kann. Und wie man sie bekämpft und tötet? In aller Regel ja. Dafür werden wir gewöhnlich bezahlt. Kaum jemand möchte einen Zauber aufheben. Leute wollen sich meist nur schützen. Und wenn das Ungeheuer Menschen getötet hat, kann Rache ein weiteres Motiv sein. Das war eine Striege, das war in dem Intro ganz am Anfang von Witcher. Da hat der Geralt ja auch eine Striege besänftigt und da kam ja auch seine Narbe dann hier im Auge, weil sie sich nicht ganz zurückverwandelt hatte. Werwolf, Vorkommen. Werwölfe sind Lykanthropen, also Gestaltwandler. Menschen können sich in Werwölfe verwandeln, wenn sie mit einem Fluch belegt wurden. Diese Kreaturen lauern dann in der Nähe menschlicher Siedlungen. Sie sind resistent gegen Stahl und die meisten Effekte. Empfindlich gegen Silber. Sie greifen wütend an und sind sehr offensiv. Dabei verlassen sie sich auf ihre Resistenz gegen konventionelle Waffen. Werwolffell, schön. Baron Wolfstein barg das Gesicht in den Händen. Sein Herz klopfte. Plötzlich wurde der Geruch des Blutes seiner Frau und seiner Kinder intensiver. Die Muskeln des Barons Körper schwollen an. Seine prunkvollen Gewänder fielen in Fetzen auf den marmornen Boden. Mein Liebster, du bist so haarig. Du bist ein Werwolf. Bianca erbleichte. Was wird nun aus unserer Liebe? Ein schreckliches Brüllen war die Antwort. Trulla Daniela, Baron Wolfstein, Fluch und andere Liebesgeschichten. Schön. Man muss sich auch mal Zeit nehmen, diese Sachen zu lesen in Witcher, finde ich. Das hat das Spiel durchaus verdient. So.